Hi, ich bin's, euer Stefan, und heute gibt's ein Lifehack-Video, und zwar, wie man Schnee richtig in die Luft wirft. Nein, ist natürlich nur Spaß. Kleiner Scherz am Rande, musste sein. Ich habe das Video letztens vor kurzem gemacht, wollte einfach ein bisschen rumexperimentieren mit Zeitraffer und so weiter, und ich fand das Video so gelungen, dass ich es euch zeigen musste. Heute kommt aber wirklich ein Lifehack, und zwar, wie man ganz normalen Amaranth pufft. Quinoa geht genauso, und wie ihr wo darauf achten müsst, das zeige ich euch jetzt. Alles, was ihr dazu braucht, ist hauptsächlich die Hauptzutat. Amaranth oder Quinoa, ist egal. Und dann ist es eigentlich echt nicht mehr viel. Ihr braucht einen funktionstüchtigen Herd, einen Topf und einen passenden Deckel dazu. Ich habe jetzt keinen passenden Deckel, also wie ihr seht, der ist ein bisschen zu groß, aber das macht jetzt auch nichts aus. Und was ganz wichtig ist, auch ein Geschirrtuch oder Zewa oder so, und womit ihr halt den Topf auswischen könnt. Aber das zeige ich euch gleich nochmal, damit ihr, also dass ihr wisst, für was das eigentlich benötigt wird. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Schalten wir den Herd ein. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Auf 9, also auf volle Pulle. Und dann muss man eigentlich ein bisschen warten, bis der Topf richtig heiß ist. Das geht eigentlich immer sehr schnell. Man kann es ja mal ein bisschen ausprobieren. Und dann gebt ihr einfach nicht zu viel, also ein bisschen. Das ist auch ein bisschen Gefühlssache. Ich mache ungefähr immer die Menge hier. Und dann ist ganz wichtig, Deckel drauf. Ja, man merkt, es ist noch nicht heiß genug. Doch jetzt fängt es an zu poppen, wie ihr seht. Und dann immer kurz vom Herd abheben, schütteln, so dass es nicht anbrennt. Also wenn ihr das zu wenig macht mit dem Schütteln oder halt, ja, zu lange wartet, dann verbrennt euch der Amaranth und dann wird er schwarz. Und man sieht es so richtig schön, wie er schön pufft. Und dadurch, dass er so pufft, ist der Deckel nicht schlecht, damit ja, es nicht alles in der Küche rumfliegt. Ja, er braucht noch ein bisschen, also das ist noch nicht so ganz hundertprozentig die Hitze erreicht, merke ich gerade. Ich hoffe, der gepuffte verbrennt mir derweil nicht. Ah doch, das sieht ganz gut aus. Wenn ihr schüttelt, verhindert ihr, dass er verbrennt. Und dann so schnell wie möglich raus aus dem Topf und in einen Behälter, am besten einen offenen Behälter erstmal, dass er auskühlen kann, ansonsten sammelt sich da Feuchtigkeit drin und dann wird er halt eben, ja, feucht, klebrig. Jetzt mache ich ein bisschen mehr, weil jetzt der Topf schon heiß ist, jetzt kann ich auch wagen. Jetzt seht ihr schon richtig, es geht schon richtig los. Und eben nicht zu viel reinmachen, damit so schnell wie möglich alles gepufft wurde, damit es nicht verbrennt. Also ihr müsst echt da schnell sein, sonst verbrennt euch das. Und umso mehr ihr reinmacht, umso länger dauert das, bis alles gepufft wurde. Und dann besteht natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das andere Zeug, also die bereits ganz am Anfang gepufft sind, dass die euch verbrennen. Also das ist echt Geschicklichkeitsspiel so ein bisschen. Zwischendurch, das habe ich jetzt total vergessen. Ihr seht vielleicht, hier sammeln sich ein paar Reste. Und damit diese Reste halt nicht total verbrennen und total verkohlt sind und ihr dann auch noch in eurem Amaranth oder Quinoa verkohlte Reste mit drin habt, das ist ja krebserregend, ist es besser, immer mal ein bisschen zwischendurch immer mit dem Geschirrtuch, Zewa oder so einfach mal durchzuwischen, um wirklich sicher zu gehen, dass alles draußen ist. So, jetzt seht ihr schon, der wird schon ganz schön schnell dunkel. Sind schon ein paar Körnchen dabei, die verbrannt sind. Beim Quinoa verhält es sich eigentlich genauso. Das einzige Problem, was ich bloß beim Quinoa festgestellt habe, da müsst ihr öfter den Topf sauber machen und am Anfang solltet ihr schauen, wenn ihr den Quinoa rausschüttet, da bleibt er wahrscheinlich an der Seite vom Topf kleben. Also ich... Ja, jetzt wird es richtig heiß. Und zwar, wenn ihr es so rausschüttet, dann kann es passieren, dass der Quinoa hier kleben bleibt, weil der Quinoa scheinbar feucht ist. Und dann, wenn ihr Glück habt, ist es ungefähr so hell wie bei mir. Super lecker, super geil, super billig. Ich hoffe, euch hat der Lifehack gefallen. Man kann den Amaranth sehr gut für Frühstück verwenden. Ich benutze den ja bei meiner Bowl als Topping, streue ich den oben drauf, also Amaranth und Quinoa. Wenn ihr selber mal probiert habt, mir das nachzumachen mit dem Amaranth-Puffen oder Quinoa-Puffen, schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie es funktioniert hat. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne auch in den Kommentaren stellen. Ich beantworte die natürlich dann so schnell wie möglich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.